Ja, liebe Freundinnen und Freunde, als der Mauerfall 1989 über die Bildschirme flimmerte, war ich Schülerin der 11. Klasse. Ich bin in der Türkei geboren, aber ich war zu diesem Zeitpunkt längst in der Kleinstadt Senden in Bayern angekommen. Ich ging dort zur Schule, ich lernte Gitarre, ich rettete Frösche vor den Autos, ich demonstrierte gegen Guntremmingen, gegen die Pershings in Neu-Ulm und gegen Paragraph 218 in Memmingen. Und ich war begeistert, als es hieß, wir sind das Volk. Und es war eine Zeitenwende, der Kalte Krieg ging endlich zu Ende und es war großartig für all die Menschen, die sich für Menschenrechte, für Freiheit, gegen Atomraketen, gegen NATO-Doppelbeschluss einsetzten. Und ich fühlte mich als ein Teil von diesem großartigen Wir, die Vertreter einer modernen, toleranten, weltoffenen, liberalen Gesellschaft, wir waren das Volk. Aber dann kippte etwas. Es brannte in Hoyerswerda, in Mölln, in Rostock. Und immer öfters hieß es jetzt, wir sind das Volk, aber ihr gehört nicht dazu. Gestern noch war ich die Nachbarin, die Freundin, die Mitschülerin und plötzlich war ich die andere, die Ausländerin, die nicht dazugehören konnte, die nicht dazugehören durfte. Das verunsicherte mich. Das machte mich aber auch wütend. Hier wollte mir jemand meine mühsam neu gefundene Heimat wieder wegnehmen. Und das machte mich aber auch mutig und stark, denn ich konnte und ich wollte mich damit nicht abfinden. Ich wollte einstehen für die andere Gesellschaft, für das richtige Wir kämpfen, eine Gesellschaft, in der alle dazugehören und keiner außen vor bleibt. Und dieser Weg führte mich zu den Grünen und hier bin ich und hier sind wir richtig, meine Freundinnen und Freunde. Das ist grüne Politik in diesem Weg. Aber derzeit erleben wir wieder diese Zeitenwende. Der Rechtspopulismus greift wieder um sich und diesmal viel gefährlicher und mit viel größerer Wucht als in den 90er Jahren, denn diesmal kommt sie im demokratischen Gewand und salonfähig daher. Sie hat längst die Mitte der Gesellschaft erreicht und die CSU bedient sich dieser immer wieder, um auf den Rücken von Minderheiten Wählerstimmen zu gewinnen. Wer etwas dagegen tun will, wer jetzt und heute den Zeitpunkt nutzt, sich etwas dem entgegenzusetzen, der kommt zu uns, zu den Grünen, denn hier bei den Grünen sind diese Menschen richtig, wir zeigen da klare Kante. Ich, liebe Freundinnen und Freunde, ich fühle mich auf jeden Fall richtig hier bei den Grünen, weil wir uns da Fragen der sozialen Gerechtigkeit auch dann stellen, wenn der Wind rauer wird. Und deshalb wollen wir eine Kindergrundsicherung, damit Kinder nicht in Armut aufwachsen. Wir wollen nicht, dass Alleinerziehendsein in diesem Land automatisch den Gang ins Sozialamt bedeutet. Wir wollen eine Garantierente, weil es ein Skandal ist, wenn die Altersvorsorge nur mit Ach und Krach vor Altersarmut schützt und das gleichzeitig sofort bedeutet, dass dieses reiche Land sich auch was Besseres leisten kann. Und unbegleitete minderjährige Flüchtlinge sind Kinder und sie haben die gleichen Rechte wie alle anderen Kinder auch. Sie sind verletzlich wie alle anderen Kinder auch. Wir müssen uns um sie kümmern. Sie brauchen Fürsorge und wir dürfen sie nicht alleine lassen. Und Bildung, liebe Freundinnen und Freunde, sollte in diesem Land den sozialen Aufstieg ermöglichen, denn für viele Kinder, gerade Kinder mit Migrationshintergrund wie mich, ist das die einzige Möglichkeit, die den sozialen Aufstieg ermöglicht. Und so geht grüne Gerechtigkeit und deshalb setzen wir uns für all das ein. Grüne Politik ist aber nicht nur das, sondern es ist auch die ökologische Grundformel, die sagt, dass wir unseren Kindern die Welt intakt und lebenswert überlassen wollen. Und deshalb können wir es kaum abwarten, bis Guntremmingen endlich abgeschaltet wird. Und deshalb fordere ich als Haushälterin meiner Fraktion, dass Milliarden Steuergelder
nicht in Kernfusionsfantasien versenkt werden. Wir brauchen das Geld für erneuerbare Energien, für innovative Verkehrskonzepte, für die Zukunft, denn so geht Zukunft, liebe Freundinnen und Freunde, und nicht anders. Und wir sind für den Erhalt der Natur, wir sind gegen die Betonierung der Landwirtschaft und deshalb wollen wir das Riedberger Horn und den Steigerwald schützen, denn so geht Heimatschutz, Herr Söder, und nicht anders. Wir Grünen halten aber die Menschenrechte auch dann hoch, wenn es unbequem wird. Und da mahnt uns die Vergangenheit und sie verpflichtet uns. Und deswegen war es auch richtig und es war auch wichtig, eine klare Haltung zu Genozid in Armenien zu beziehen. Wir können die Vergangenheit nicht verändern, aber wir können die Zukunft verantwortungsvoll dann gestalten, wenn wir daraus lernen. Und ich lasse mich nicht durch Drohungen entmutigen, diese Verantwortung auch in Zukunft zu übernehmen und dazu zu stehen. Und Grün, liebe Freundinnen und Freunde, Grün steht auch für eine geschlechtergerechte Gesellschaft. Und für all diejenigen, die uns Grüne und zuletzt mich nach meiner letzten Bundestagsrede beschimpfen als genderwahnsinnig. Es ist nicht Wahnsinn, Frauen vor Gewalt zu schützen. Es ist kein Wahnsinn, gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit zu verlangen. Und es ist kein Wahnsinn, wenn wir sagen, Sexismus gehört an den Pranger und ist kein Kavaliersdelikt. Wir werden ein Rollback in Frauenrechten nicht zulassen. Und ich komme zum Schluss. Weil wir das alles gestalten wollen, weil wir den Anspruch haben, dieses Land zu modernisieren, weil wir die Grundwerte hochhalten, bin ich und sind wir bei den Grünen richtig. Aber Menschen wie ich haben noch eine Zusatzaufgabe. Und die heißt, Brückenbauerin zu sein zwischen den Gruppen. Ekin, bitte zum Ende. Mein letzter Satz. Und diesem Auftrag stelle ich mich mit Herz, Mut und Verstand. Und dafür brauche ich eure Unterstützung. Danke.